diesmal um eine völlig neue Achse, die sich gerade entwickelt. Es geht um zwei Projekte, eigentlich drei Projekte sogar, nämlich unser Projekt, das Sie alle kennen. Es geht um Siemensstadt, das Carina Rigby gleich noch vorstellen wird, detailliert. Und dazwischen liegt auch noch Gartenfeld. Und was da entsteht an Gravitas, ist neu für diese Stadt. Wir haben natürlich mit diesen Projekten eine große Modernisierungs- und Entwicklungschance und mit sehr großen Ausstrahlungseffekten über den eigentlichen Raum hinaus. Na, ich hoffe auf eine ausgeglichene Entwicklung, weil wir haben ja unten das Gegenstück quasi mit Treptow-Köpenick Richtung Schönefeld, dem neuen Flughafen. Und da passiert jetzt ja schon eine ganze Menge. Und ich finde es genial, dass wir dann oben im Norden sozusagen Gegenstück dazu haben. Erwarte ich natürlich eine Vernetzung von Technologien, die einerseits aus der Hochschule herauskommen, aber die durch unsere Absolventinnen und Absolventen auch immer nach Siemens gehen und vice versa. Also dass auch tatsächlich Alumni, die dort tätig sind, auch uns wieder als Lehrbeauftragte dienen an der Hochschule. Ich glaube, das ist ein riesen Synergiepotenzial. Berlin ist die einzige so wirklich crazy Stadt, wo man sowas machen kann. Und genau diese Ideen, diese Funken, die sprühen, wenn Leute zusammenkommen und einfach sagen, wir machen coole, crazy Sachen, wir lassen uns nicht irgendwie hemmen, das ist nur in Berlin. Bei beiden Projekten ergeben sich mit Siemensstadt inhaltlich, konzeptionell und eben auch mit Gartenfeld ganz viele Anknüpfungspunkte. Wir sehen natürlich auch Potenziale halt eben in die anderen dort beschriebenen großen Quartiere, auch energetisch das Ganze miteinander zu verknüpfen. Es wurde ja schon sehr viel diskutiert, auch über die Themenblöcke Mobilität, den Kiezgedanken, die Innovationen, die dort alle eigentlich angesiedelt werden sollen. Ich denke, für auch gerade Reinickendorf wird es ein ganz großer Gewinn sein. Plus, sie haben weniger Lärm. Wir reden über Zehntausende von Arbeitsplätzen, Investitionen in den nächsten 20 Jahren von 10, 12 Milliarden Euro im Nordwesten Berlins. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, was dort passieren wird. Ich sag mal, einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir tatsächlich vorankommen bei der Modernisierung unserer Infrastrukturen. Da hat Berlin ein bisschen Nachholbedarf. Und da haben diese beiden Projekte speziell natürlich besonders hohe Ansprüche. Und die werden dann sowas wie Leuchttürme sein für die Modernisierung der Stadt insgesamt.